herzlich willkommen bei TV Bayern Live, das Wochenendmagazin mit allen wichtigen Themen aus dem Freistaat. Sie ist das Gesicht des Frankenweins in der Welt, die fränkische Weinkönigin. Nur ein Jahr lang darf die Weinhoheit die fränkischen Tropfen repräsentieren, dann wird neu gewählt. Sechs junge Fränkinnen haben jetzt in Erlenbach am Main um dieses begehrte Amt gekämpft. Jetzt schon. Die neue fränkische Weinkönigin heißt Christine Lang. So freut sich eine frisch gekürte Königin. Christine Langmann aus Uffenheim in Mittelfranken ist die 60. fränkische Weinkönigin. Sie setzte sich im ersten Wahlgang klar gegen 5 Mitbewerberinnen durch. Und dann, als mein Name fiel, das war der Wahnsinn, das kann ich gar nicht beschreiben, sowas habe ich noch nie gefühlt. Vor das Hochgefühl hat der Fränkische Weinbauverband ein aufwendiges Bewerbungsverfahren gesetzt. Vor rund 150 geladenen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Medien muss sich die zukünftige Weinhoheit beweisen. Charme und Schlagfertigkeit sind dabei genauso wichtig wie Fachwissen und professionelles Auftreten. Schließlich ist die Fränkische Weinkönigin nicht nur eine beliebte Sympathieträgerin in der Heimat, sondern das Gesicht des Exportschlagers Frankenwein in aller Welt. Die hat alles. Der muss mir nichts mehr mitgeben. Also was ich heute erlebt habe, hohe soziale Kompetenz, ist zweisprachig, deutsch und fränkisch und hat eine tolle Ausstrahlung. Christine Langmann stammt aus dem Weinort Bullenheim am Fuße des Steigerwaldes. Im Weinberg mit anpacken, das kann sie. Und im örtlichen Weinbauverein hat sie Erfahrung als Weinprinzessin gesammelt. Privat wandert sie gerne und ihre kreative Ader lebt sie beim Malen und Fotografieren aus. Die 22-Jährige studiert soziale Arbeit in Würzburg. Doch das Studium muss nun eine Weile ruhen, denn rund 400 Termine wird sie im Auftrag des Frankenweins während der Amtszeit absolvieren. Eine stressige, aber auch faszinierende Aufgabe. Das weiß die Vorgängerin im Amt als fränkische Weinkönigin, Christine Ungemach. Jedes Ereignis fasziniert auch auf seine eigene Art und Weise. Also ob Sport, ob Musik, ob Sozial oder Kulinarik. Also es ist so vielseitig und es ist das Schöne, dass der Wein eben auf so vielseitige Art und Weise faszinieren kann. Ein unvergessliches Jahr steht Christine Langmann bevor. Die Studentin wird zur Königin, die hübsche junge Frau zur royalen Botschafterin einer ganzen Region. Ich freue mich auf alle Begegnungen, alles das, was ich jetzt erleben darf. Und ich sage immer, diese ganzen kleinen Begegnungen, die Termine, das sind alles Mosaiksteine, die dann hinten nach wirklich das Bild komplett machen, eben von dem Amt der fränkischen Weinkönigin. Auch in dieser Woche sind wieder jede Menge gute Filme angelaufen bei uns in den bayerischen Kinos. Unter anderem ein schöner Streifen für die ganze Familie. Shaun das Schaf erobert jetzt die Leinwand. Blökend führt er seine Schafherde diesmal in die Großstadt und tappt dabei von einer Gefahr in die nächste. Außerdem der Erotik-Thriller The Boy Next Door. Jennifer Lopez spielt die geschiedene Kleinstadtlehrerin Claire, die sich auf eine Affäre mit dem Nachbarsjungen einlässt und als ihren Fehler dann einsieht und die Affäre beenden will, entpuppt sich der smarte Schönling als psychisch gestörter Stalker und macht ihr das Leben zur Hölle. Ja, und das ewige Leben, der vierte Wolf-Haas-Film, in dem Josef Hader als Ermittler in die eigene Jugend zurückkehrt, was nicht so ganz ungefährlich ist. Film ab. Kannst du mal Geld borgen? Ich hab gerade beruflich ein bisschen eine schlechte Phase. Herr Brenner, Sie sind nicht krankenversichert, Sie sind nicht sozialversichert, Sie haben kein Bankkonto. Das würde ich nicht als schlechte berufliche Phase bezeichnen. Sie sind ein U-Boot. Ganz unten angekommen ist der Anti-Held dreier legendärer Brenner-Verfilmungen nach den Bestsellern von Wolf Haas. Mit Das ewige Leben kommt nun der vierte Teil ins Kino. Ich habe Helmbefreiung. Und warum haben Sie Helmbefreiung? Schuppenflechte und chronische Migräne. Wir haben uns bemüht, ihn von Film zu Film sozial immer stärker bergab zu schicken. Ich glaube, mit jedem Film ist er die Stufe noch ein bisschen runtergefallen. Jetzt ist schon wieder was passiert. Ich weiß es nicht. Das ewige Leben ist wahrscheinlich der persönlichste Brenner-Film, also bezogen auf die Brenner-Figur, weil der Brenner kehrt ja zurück in die Stadt, wo er aufgewachsen ist. Es ist aber jetzt eine blöde Geschichte. Und trifft auf seine alten Freunde und wird mit ein paar Jugendsünden konfrontiert. Sie, der Chef und der Köcki, waren alle gemeinsam auf der Polizeischule. Was habt ihr noch gehabt, die drei? Ein Geheimbund, ein Schützenverein. Erinnerung ist etwas sehr Wichtiges. Jeder von uns verdrängt manchmal was. Ich verdränge überhaupt nichts. Tiefer als gewohnt blickt Josef Hader in die Abgründe seiner Kultfigur. Der gewohnten Komik der Brenner-Filme tut dies jedoch keinen Abbruch.
Warnträger wäre ganz mit. Es sind jetzt 9 Monate. Du musst die Scheidungspapiere unterschreiben lassen. Er betrügt dich mit seiner Sekretärin immer, wenn er ins Büro fährt. Ein untreuer Ehemann und ein teuflisch charmanter Nachbarsjunge. Damit bekommt es Jennifer Lopez in Rob Cohns Thriller The Boy Next Door zu tun. Nach 2 Jahren Pause kehrt Multitalent J.Lo wieder auf die Leinwand zurück. In der Rolle der betrogenen Ehefrau. Hast du nie einen Fehler gemacht? Keine Schuldgefühle, keine Regeln. Nur wir. Ich bin die Erwachsene, ich habe nicht nachgedacht, okay? Ich kann das nicht. Er will sie zurückgewinnen. Und ihm ist egal wie. Entschuldigung. Oh mein Gott. Was ist los? Ich verliere meine Arbeit, meinen Sohn, mein Leben. Der Film ist wie eine Achterbahnfahrt. Ich bin sicher, die Zuschauer werden ihren Spaß haben. Halt dich von mir fern und auch von meinem Sohn. Mit The Boy Next Door versucht sich Jennifer Lopez an der Wiederbelebung des erotischen Thrillers. Doch leider gerät das Ganze etwas zu blutleer. Zeit, dass da was mäht. 20 Jahre nach seinem Leinwanddebüt holen die Macher von Wallace & Gromit ihr berühmtes Schaf Shaun zurück auf die Kinoleinwand. Shaun, das Schaf der Film. Ohne Worte. Wenn man eine Fernsehfigur wie Shaun auf die Leinwand bringen will, muss man sie zuerst aus ihrer Komfortzone holen, aus ihrer eigenen Welt. Was ist das Gegenteil von Landleben? Die große Stadt war die naheliegende Antwort. Und so wird der Ausflug in die Stadt für Shaun und seine Herde zu einem abenteuerlichen Versteckspiel. Hüte dich vor deinen Wünschen, das ist die Prämisse des Films. Dieser kleine Wunsch, sich einmal frei zu machen vom eintönigen Farmalltag, führt zu diesem großen Abenteuer. Ich glaube, die Zuschauer werden Shaun das Schaf lieben. Im Kinofilm erzählen wir von der emotionalen Beziehung zwischen Shaun und dem Bauern. Aber wir zeigen auch eine neue Welt, die surreal ist und voller Slapstick. Ich hoffe, wir verbinden das Beste aus beiden Welten. Kleine Schafe, großes Abenteuer. Shaun das Schaf, der Film, ist ein liebevoll gemachter und witziger Kinospaß für jedes Alter. Seit vielen Jahren schon gibt es die Schülerband Schulfreunde Müller. Die Kinder der Bischof-Manfred-Müller-Schule in Regensburg spielen selbst komponierte Lieder und das mit großem Erfolg. Ihr neuester Song, Kinder dieser Welt, wurde jetzt mit professioneller Hilfe zu einem YouTube-Hit und es ist ein echter Ohrwurm. Und die Schulfreunde Müller durften ihr Lied Kinder dieser Welt mit einem professionellen Regisseur zu einem echten Musikvideo verfilmen. Wir haben sie bei der Bandprobe besucht und wollten wissen, wie sich das anfühlt, mit einem Profi zu arbeiten. Denn Andreas Simon produzierte bereits Musikvideos für Sarah Connor oder Peter Maffay. Das war ungefähr, wir haben um 10 Uhr angefangen und dann waren wir um 3 Uhr fertig. Wir dachten eigentlich, dass es länger dauert, aber dann waren wir fertig und wir waren alle fix und fertig. Wir waren froh, dass der Drehtag dann rum war. Bei den einzelnen Szenen war viel Geduld gefragt. Davon hatte der Produzent auch viel mitgebracht. Er war locker, er hat uns alles ganz normal erklärt, wie wir es machen müssen. Und es war voll, also er war gut drauf, also cool drauf. Richtig cool ist auch das Video geworden. Mit dabei bei den Dreharbeiten war auch die erste Klasse der Bischof Manfred Müller. Die Kleinen entpuppten sich als richtige Profischauspieler. Die Idee, das Musikstück zu verfilmen und Andreas Simon mit ins Boot zu holen, hatte Herr Detterbeck. Also das liegt eigentlich an meiner Tochter. Die hat immer sehr gern deinen Song geschaut. Und ja, da kannte ich den dann irgendwo daher und hatte den schon immer im Hinterkopf, dass man mit dem vielleicht mal was machen könnte. Der kam mir recht sympathisch rüber da im Fernsehen. Und der hat dort auch mit der Altersgruppe praktisch gedreht. Da dachte ich mir, ja, das wäre vielleicht was. Dass die Entscheidung goldrichtig war, versteht sich von selbst. Die Welt ist unser Morgen, wir können sie von uns morgen, wir sind da.
Es ist ein Zuhause auf Zeit für schwerkranke Kinder, das Ronald McDonald Haus in Großhadern in München. Im vergangenen Jahr konnten über 400 Kinder und deren Angehörige kostenlos dort wohnen. Schirmherr des Hauses ist der Schauspieler Sky Dumont. Der dreifache Familienvater unterstützt die Kinderhilfe aus einem ganz persönlichen Grund, wie er uns auf dem Frühlingsfest verraten hat. Wir sind weit weg. Mit einem selbst komponierten Lied sagen die 10-jährige Mariam und ihre 7-jährige Schwester Nino Danke. Nino litt an Leukämie, Blutkrebs. Seit über 1,5 Jahren wird sie behandelt und lebt mit ihrer Schwester im Ronald McDonald Haus. Ich fühle mich hier gut, weil hier ist so alles schön. Meine Schwester ist krank und von Georgien sind wir hier gekommen, dass wir die Nino in gute Klinik geht. Schirmherr des Hauses in Großhadern ist der Schauspieler Sky Dumont. Der dreifache Vater unterstützt die McDonald's Kinderhilfestiftung aus einem ganz persönlichen Grund. Ich habe einen Sohn, der ist mittlerweile 25 und der war auch mal im Krankenhaus und da gab es keine Möglichkeit, dass ich bei ihm bleibe und habe dann mir ein Feldbett in sein Zimmer stellen lassen und ich finde es einfach genial, dass gerade in diesen teilweise sehr tragischen Fällen die Eltern die Möglichkeit haben mit ihren Kindern, denn die Kinder fühlen sich so verlassen, wenn sie allein sein müssen in diesen schweren Stunden, Tagen, Monate teilweise. Ich finde das ein ganz geniales Konzept. Insgesamt 14 Apartments stehen im Stiftungshaus zur Verfügung. In ihnen leben die Familien, während ihre Kinder im Klinikum behandelt werden. Wir haben eine Zimmer Nummer 2. Und ich, meine Schwester, mein Vater, meine Mutter und meine Oma wohnen da. Können sich ja sehr, sehr viele Leute es gar nicht leisten, in irgendeiner Universität, also wo eine Universitätsklinik oder eine gute Klinik ist, dort ins Hotel zu gehen. Insofern haben die hier die Möglichkeit, umsonst zu wohnen bei ihren Kindern. Auf klangvolle Weise wird allen Unterstützern, ehrenamtlichen Mitarbeitern und Spendern gedankt. Wie der 16-jährigen Katharina Rohrer, die mit einer Eigeninitiative schon zum dritten Mal die Kosten für eines der Apartments zusammentrug. Seit 1997 gibt es das Projekt Zuhause auf Zeit. Das Jahr 2014 war ein sehr erfolgreiches Jahr für die McDonald's Kinderhilfestiftung. Wir haben 2 neue Häuser eröffnet, eines in St. Augustin und eines in Hamburg-Altona. Und auch in 2015 stehen wieder neue Projekte an. Wir werden in Passau ein neues Haus eröffnen. Nino ist fast wieder gesund. 2-mal wöchentlich muss sie noch zur Blutuntersuchung. Wie lange sie noch in München bleibt, hängt von ihrer weiteren Heilung ab. Ich weiß nicht, wie ich hier bleiben, wenn ich bleibe. Aber ich muss noch meiner Mama sagen, wann wir hier bleiben. Das kostet ja alles Geld. Und Patenschaften sind ja dann 2000 Euro im Jahr, dann ist da ein Apartment damit finanziert und das muss ja immer erstmal aufgebracht werden. 2014 konnten die Betriebskosten für das Stiftungshaus in Großhadern gedeckt werden. Für Familien wie die von Nino und Mariam ist diese Hilfe unbezahlbar. Das ist unser Haus, das wir hier mit anderen teilen, die genau wie wir verstehen. Wir machen eine ganz kurze Pause, sind gleich wieder für Sie da. Es gibt einen magischen Ort. Am Fuß der Zugspitze. Wellnesshotel Das Kranzbach. Erlebe, genieße, spüre. Jetzt kaufen. Alpin, das Bergmagazin. Diesmal im Heft die schönsten Wandertouren im Allgäu. Geheimtipps für späte Skitouren. Dazu der große Rucksacktest. Und als Extra Touren im Gasteinertal. Jetzt im neuen Alpin. Kaufe ich. Willst du Bayerns Königin werden? Willst du das Bierland Bayern im In- und Ausland mit hochrangigen Persönlichkeiten würdig repräsentieren? Dann bewirb dich jetzt beim Bayerischen Brauerbund um das Amt der Bayerischen Bierkönigin in 2015-2016. Bewirb dich jetzt unter www.bayerische-bierkönigin.de.
Von Bayern für Bayern in Bayern und nicht nur für die Bierkönigin. Entscheiden auch Sie sich für Europas Fotobuch Nummer 1, das CW-Fotobuch. www.münchen.cw.de. Drache sucht neues Opfer. Das Untier aus dem Bayerischen Wald geht auf Tournee. Das Politdrama hat ein Ende. Georg Schmid fand seinen Richter. Und weniger Gewalttaten in Bayern. Die Kriminalitätsstatistik lässt aufatmen. Ist nach wie vor das sicherste Bundesland. Das beweist die Kriminalstatistik 2014. Hier mal ein paar Zahlen für Sie. Pro 100.000 Einwohner werden im Schnitt 5.164 Straftaten begangen. Die Aufklärungsquote konnte auf 64,4% im vergangenen Jahr gesteigert werden. In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt der Kriminalitätsbekämpfung auf Einbrüchen und auf sexuellem Missbrauch von Kindern im Internet. Ein Schwerpunkt der Arbeit der Cybercops des Landeskriminalamtes für 2015, der Kampf gegen sexuellen Missbrauch von Kindern im Internet. Denn im vergangenen Jahr haben sich die Fallzahlen auf 243 mehr als verdoppelt. Mit der sogenannten Schulfahndung werden Lehrern Gesichter von Missbrauchsopfern gezeigt, um so die Identität zu klären und wenn möglich auch die Täter zu ermitteln. Also ein sehr gutes Beispiel hat mir unjüngst ausgehend von der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt, die die Schulfahndung angeordnet hat. Wir haben dann die entsprechenden Bilder in eine eigene Cloud gestellt mit Zugriffsberechtigung für die bayerischen Schulen, die dann letztlich in diese Cloud die Kinder anschauen konnten. Und wir landeten dann auch einen Treffer, eine Identifizierung in Passau. Und das hat zur Folge, dass das Kind identifiziert werden konnte, dass die Umgebung identifiziert werden konnte und auch der Täter dann letztlich identifiziert und festgenommen werden konnte. Täter war der Vater des 7-jährigen Jungen. Weiterer Schwerpunkt 2015, die Trendwende bei der Einbruchskriminalität. Um fast 29% auf 8.210 Fälle sind die Zahlen gestiegen. Umgerechnet bedeutet das 65 Einbrüche pro 100.000 Einwohner. 631 Einbrecher konnten verhaftet werden. Stärkere Präsenz in den Wohngebieten, gezielte neue Fahndungskonzepte wie Precops, Schwerpunktkontrollaktionen in Bahnhöfen und auf den Autobahnen fortsetzen, um die Ermittlungsquote und damit auch die Abschreckung gegenüber weiteren Tätern zu erhöhen. Zudem appelliert Innenminister Herrmann, bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend den Notruf 110 wählen. 16 Monate auf Bewährung und 120.000 Euro Geldstrafe. So lautet das Urteil gegen den ehemaligen CSU-Fraktionsvorsitzenden Georg Schmid. Für das Augsburger Amtsgericht steht fest, Schmid hat 22 Jahre lang seine Ehefrau als Scheinselbstständige beschäftigt. Die Verurteilung ist der tiefe Fall eines bayerischen Spitzenpolitikers. Kurz vor 10 Uhr. Sichtlich angespannt bahnt sich Georg Schmid im Blitzlichtgewitter seinen Weg in den Augsburger Gerichtssaal. Das Urteil nimmt er versteinert und ohne jede Reaktion auf. Die wohl schwärzeste Stunde im Leben des 61-Jährigen. Richter Michael Nissel lässt keinen Zweifel daran, dass Schmid die Sozialkassen mit der Scheinselbstständigkeit seiner Frau um fast 350.000 Euro geprellt hat. Sie soll für ihn Arbeiten in seinem Abgeordnetenbüro erledigt haben. Dafür wurde sie fürstlich bezahlt. Überführt haben Schmid am Ende vor allem die Rechnungen seiner Frau. In den Rechnungen waren keinerlei Leistungen ausgewiesen, wie bei einer normalen Unternehmerrechnung. Die Rechnungen wurden teilweise vorher bezahlt, bevor die Leistung erbracht wurde. Das ist auch vollkommen untypisch. Und teilweise wurden sogar die Zahlungen geleistet, bevor die Rechnung gestellt wurde. Das gibt es auch bei keinem Unternehmer. Wichtig für Georg Schmid, durch das Urteil verliert er nicht seine Pensionsansprüche als Abgeordneter, Staatssekretär und Verwaltungsjurist. So bleibt er finanziell abgesichert. Daher zeigt sich sein Verteidiger zufrieden mit dem Urteil. Insgesamt hat das Gericht ja auch die Strafforderung der Staatsanwaltschaft sehr deutlich unterschritten. Insgesamt scheint das Urteil also ausgewogen zu sein und wir werden jetzt in Ruhe analysieren, ob wir Berufung einlegen oder nicht. 2013 wird der Skandal um Schmid und seine Frau öffentlich. Die sogenannte Verwandtenaffäre. Der Anfang vom Ende einer vielversprechenden politischen Karriere. Nun hat Schmid alles verloren. Seinen Job, sein Ansehen, seine Glaubwürdigkeit und seine Ehre. Es war eine extrem große psychische Belastung für ihn und seine Familie.
Hier in seiner Heimatstadt Donauwörth beginnt die steile Karriere von Georg Schmidt. Erst ist er als Jurist in der Kommunalverwaltung tätig. 1990 wird er zum ersten Mal in den Landtag gewählt. Er arbeitet sich zum Staatssekretär hoch. 2007 wird er sogar CSU-Fraktionsvorsitzender im Landtag. Der Höhepunkt seiner politischen Laufbahn. Jetzt, nach dem Skandal, sind die Menschen in Donauwörth enttäuscht von ihm. Das ist eigentlich schade, aber gut. Wir, wenn es machen würden, wir müssten genauso dafür gerade stehen. Ich denke, dass es gerecht ist. Ich denke, die Justiz wird wissen, was sie macht. Strafe wird er genug haben. Sein Leben ist im Endeffekt, ja, naja, ich will jetzt sagen ruiniert, aber er hat viel verloren. Ich finde, es ist gerecht. Warum? Weil jeder Steuern zahlt und die eigentlich schon genügend verdienen. Und warum sollen die keine zahlen? Die Strafe ist gerecht. Weil meine Mutter ist auch selbstständig und die muss auch zahlen, wenn sie jemanden beschäftigt. Vom Richter muss sich Georg Schmidt sagen lassen, dass er die Geldtöpfe des Landtags bis auf den letzten Tropfen leer gemacht und das Vertrauen seiner Wähler missbraucht habe. Harte Worte, die ihm mit Sicherheit noch in den Ohren nachhallen, als er wortlos den Gerichtssaal verlässt. Haben Sie schon mal darauf geachtet, wie viel Plastik Sie tagtäglich verwenden oder auch wegschmeißen? Also mir war das Ausmaß ehrlich gesagt nicht bewusst, aber Fakt ist, wir Menschen vermüllen nach und nach unsere Umwelt, vorzugsweise mit Plastik. Das belegen auch ganz aktuelle Ergebnisse einer Studie der Uni Bayreuth und des Bayerischen Landesumweltamtes zur sogenannten Mikroplastik. Getestet wurden Binnengewässer und Fließgewässer und dabei wurde herausgefunden, dass auf unseren bayerischen Seen und in unseren Flüssen schon lange nicht mehr nur Fische und Vögel schwimmen. Nach deutlich mehr als 1,9 Partikeln pro Kubikmeter sieht diese leere Plastikflasche aus, die der aufmerksame Spaziergänger zuhauf an den Ufern von Donau oder Isar findet. Treibgut und achtlos weggeworfene Müllreste aus raffiniertem Erdöl, auch ganz banal Plastik genannt, sorgen aktuell für Aufregung in Bayern. Oder zumindest das, was nach einiger Zeit der Zersetzung im oder am Wasser zu finden ist. Denn die ersten Ergebnisse zweier Forschungsprojekte einer 2014 gestarteten Mikroplastikinitiative belegen nun, alle bisher untersuchten bayerischen Gewässer weisen eine geringe bis mittlere Belastung mit Kunststoff auf. Keine wirkliche Überraschung für Georg Kestel vom Bund Naturschutz. Es ist unglaublich. Also seit einem Jahr oder zwei wird das Thema ja zunehmend akut. Man hat zuerst festgestellt, dass man in den Meeren diese großen Plastikinseln hat, hat dann ein bisschen nachgeforscht, wo kommt das eigentlich her, und festgestellt, dass etwa 80% über die Fließgewässer in die Meere eingetragen wird. Also das ist unser Müll, der im Meer landet. Flaschen, Fertigproduktverpackungen oder undefinierbare Styroporteile sind dabei nur ein paar der Fundstücke, die Kestel innerhalb einer Minute auf einem 5-Meter-Abschnitt entlang der Donau zusammenträgt. Vom Wind hergeweht oder durch das Abwasser der Straßen reingespült, landen genau solche Makroplastiken, also Teile größer als 5 mm, im Gewässer. Das Problem ist eben, dass diese Kunststoffe unglaublich beständig sind. Also ein paar hundert Jahre sind da nichts, da gehen die nicht wirklich, die zerlegen sich nicht in die Einzelteile, sondern zerlegen sich nur in Feinteile, also zerreiben sich schön langsam. Auch wenn es bei der Gewässerbelastung durch sogenanntes sekundäres Mikroplastik laut Untersuchungsergebnissen bisher keine Hinweise auf Gesundheitsgefahren für den Menschen gibt, so leidet bereits nachweisbar das Ökosystem Fluss oder See darunter. Es ist so, dass diese Plastikteilchen aufgenommen werden von Organismen, also von Tieren, die zum Beispiel auf dem Grund von so einem Gewässer halt nach Nahrung suchen und das entweder mitverschlucken oder verwechseln tatsächlich mit Nahrung und dann entweder daran zugrunde gehen, das kann direkt vorkommen, oder auch zum Beispiel sich das im Magen anreichert, die Tiere das Gefühl haben, sie sind satt und dann eigentlich verhungern. Schon ein wenig mehr Sensibilität und vor allem bewusstes Einkaufen könnten hier bereits ein wenig Abhilfe schaffen. Denn ein Deutscher verbraucht derzeit pro Jahr etwa 65 Plastiktüten. Hochgerechnet ergibt das mehr als 5 Milliarden. Je nach Kunststoff dauert die Zersetzung einer einzigen Tüte bis zu 500 Jahre. Der Beschluss der EU Anfang März, den Mitgliedstaaten zu erlauben, mittelfeste Einwegtüten zu besteuern oder sie gleich ganz zu verbieten, könnte hier künftig eine Welle weiterer Maßnahmen auslösen. Der weltberühmte Glücksring muss saniert werden und ein Hightech-Drache aus Fürth geht auf Reisen. Mehr zu diesen beiden Themen jetzt in unserem Kurzblock. Der Hightech-Drache wird sich am 26. April zusammen mit der Festspielgemeinschaft des Landkreises Cham in Pilsen präsentieren. Die tschechische Stadt ist 2015 europäische Kulturhauptstadt und beherbergt in diesem Jahr viele kulturelle Projekte aus ganz Europa. Der Fürther Drache soll dort Werbung für die Festspiele im Landkreis Cham machen. Für den kostspieligen Transport soll es auch schon Sponsoren geben.
Der Drache geht nicht zum ersten Mal auf Reisen. 2012 präsentierte sich Tradeno für Werbezwecke in der Hauptstadt Berlin. Wahrzeichen verhüllt. Der schöne Brunnen in Nürnberg muss saniert werden und das aufwendiger als zunächst gedacht. Ursprünglich sollte lediglich der weltberühmte Glücksring samt Gittergeneral überholt werden. Jetzt stellte das Hochbauamt aber weitere massive Schäden fest. So zum Beispiel bröckeln die Figuren, schräge Fialen und marodes Fundament. Wie teuer die Arbeiten werden, ist noch nicht klar. Die Stadt rechnet aber mit einem sechsstelligen Betrag. Für die Sanierung muss der Brunnen komplett verhüllt werden und das wahrscheinlich bis November. Zum Christkindlesmarkt soll er dann wieder zu sehen sein. So hofft die Stadt Nürnberg. In Neu-Ulm hat in dieser Woche ein neues Shopping-Center eröffnet. Dabei gab es im Vorfeld schon heftige Diskussionen darüber, ob es denn nicht schon genug Verkaufsflächen in der Region gibt. Und zudem hatte die Stadt dem neuen Center sogar 3000 Quadratmeter Verkaufsfläche zusätzlich genehmigt. Die Einzelhändler in der Region sind über diese Entwicklung verständlicherweise nicht gerade erfreut. Die ersten 500 Schnäppchenjäger stürmen schon morgens um 6 Uhr in die neue Glacis-Galerie. Sonderangebote und Aktionen locken zur Eröffnung. Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben uns fast 50 bis 70 Euro gespart. 90 Geschäfte gibt es hier mit über 27.000 Quadratmetern Verkaufsfläche. Entsprechend groß ist der Einzugsbereich. Wir rechnen tatsächlich und haben es auch so beworben, dass uns Kunden erreichen, die ins Auto steigen und 40 Minuten zu uns fahren. Wir freuen uns auf diese Kunden, denn diese Kunden werden bei uns auch länger bleiben. Doch diese Kunden fehlen dann an anderen Orten. Der Einzelhandel in der Region beobachtet kritisch, was hier derzeit passiert. Jeder Euro, der da ausgegeben wird, wird halt nicht nochmal zusätzlich ausgegeben. Das darf man halt nicht vergessen. Aber die ganze Sache kann man natürlich auch positiv sehen. Und zwar die Glacis-Galerie hat ein unheimliches Marketingbudget und bewirbt die Region. Und auch städtebaulich ist sie ein wichtiger Schritt. Vor 10 Jahren war an dieser Stelle noch der Bahnhof. Durch die Tieferlegung der Bahngleise wurden diese Flächen frei. Was sich hier anbahnt, ist ähnlich ein Wiederaufbau nach dem Krieg. Es werden ganz weite Teile der Innenstadt komplett neu bebaut, neu erfunden. Also Neu-Ulm steuert in eine gute Zukunft. Nur die Autofahrer wissen scheinbar noch nicht, wo sie jetzt genau hinsteuern müssen. Die nächsten Wochen hat die Polizei hier noch einiges zu tun. Es gibt einen magischen Ort. Am Fuß der Zugspitze. Wellnesshotel Das Kranzbach. Erlebe, genieße, spüre. Tief Horst zieht in der Nacht mit seiner Kaltfront über uns. In der ersten Nachthälfte fällt vor allen Dingen in Schwaben, Allgäu, Oberbayern und in weiten Teilen Niederbayerns zum Teil kräftiger Regen. Sonst erwarten uns nur einzelne Regen, gegen morgen auch Schneefälle in Hochfranken. Sonst lassen zwischenzeitlich im Süden die Regenfälle allmählich nach und ziehen sich in die Alpen zurück. Die Tiefstwerte liegen bei um die 0 Grad und vor allen Dingen in den Hochlagen Frankens und der nördlichen Oberpfalz droht Glättegefahr. Am Sonntag haben wir zunächst noch viele Wolken im Fränkischen. Im Laufe des Tages kommt die Sonne heraus. Vor allen Dingen den Main entlang und in Teilen Mittelfrankens. Weiter Richtung Mittelgebirge und den Hochfranken, da bleibt es trüb. Anfangs noch mit ein bisschen Regen, Nieselregen und nassem Schneefall. Die Höchstwerte erreichen rund um den Frankenwald 4 Grad. Sonst werden es 7 bis 9, den Main entlang bis zu 10 Grad. Nur durch den sehr ruppigen und bögen Wind aus östlichen bis nordöstlichen Richtungen fühlen sich die Temperaturen, selbst wenn die Sonne kurz rauskommt, nur wie wenig über 0 Grad auf der Haut an. In der Oberpfalz und in Niederbayern, da starten wir ebenfalls mit vielen Wolken in den Tag. Letzte Schneeflocken fallen noch im Steinwald, im Oberpfälzerwald und im Bayerischen Wald. Sonst bleibt es meist trocken und im Laufe des Tages kommt zumindest über dem Flachland zögerlich die Sonne heraus. Im Steinwald und im Gebirge allgemein werden es um die 5, sonst 7 bis 10 Grad. Aber auch hier ist der Böhmische sehr, sehr unangenehm und er lässt uns die Temperaturen erheblich kälter vorkommen. Am ungemütlichsten ist es insgesamt im Süden. In Schwaben, Allgäu und Oberbayern dominieren die Wolken. Höchstens Richtung Donau kommt die Sonne mal kurz zum Zuge. Letzte Tropfen und Flocken gibt es in den Alpentälern. Die Höchstwerte erreichen am Hohen Peißenberg 4, sonst etwa 7 bis 9 Grad. Und auch hier fühlen sich die Temperaturen durch den Wind deutlich kälter an. Dann gibt es 2 Frühlingstage. Am Montag und am Dienstag scheint die Sonne. Am Dienstagnachmittag ziehen allerdings dann aus den Alpen und von Baden-Württemberg her Regenschauer auf. Es wird deutlich milder und ab Mittwoch beginnt dann eine ungemütliche Witterungsphase.
Ort. Am Fuß der Zugspitze. Wellnesshotel Das Kranzbach. Erlebe, genieße, spüre. Jetzt kaufen. Alpin, das Bergmagazin. Diesmal im Heft die schönsten Wandertouren im Allgäu. Geheimtipps für späte Skitouren. Dazu der große Rucksacktest. Und als Extra Touren im Gasteinertal. Jetzt im neuen Alpin. Kauf ich. Willst du Bayerns Königin werden? Willst du das Bierland Bayern im In- und Ausland mit hochrangigen Persönlichkeiten würdig repräsentieren? Dann bewirb dich jetzt beim Bayerischen Brauerbund um das Amt der Bayerischen Bierkönigin in 2015-2016. Bewirb dich jetzt unter www.bayerische-bierkönigin.de. Von Bayern für Bayern in Bayern und nicht nur für die Bierkönigin. Entscheiden auch Sie sich für Europas Fotobuch Nummer 1, das CW-Fotobuch. www.münchen.cw.de. Wenn ein Amerikaner Deutschland sagt, dann meint er Bayern. Der Japaner, der denkt gleich mal an Neuschwanstein und der Russe an den Maßkrug. Kein Zweifel, Bayern ist eine Tourismusregion mit internationaler Kundschaft. Neuerdings hat man im Freistaat auch den Wert des Tourismus erkannt und unternimmt jetzt große Anstrengungen, um Qualität und Umsatz zu steigern. Bayern im Blick, jetzt mit Staatssekretär Franz Josef Pschierer. Wir nehmen heute wieder Bayern in den Blick. Bayern im Blick, unser landespolitisches Gespräch mit einem Vertreter der Staatsregierung, Franz Josef Pschierer. Ich grüße Sie. Vielen Dank. Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Er hat den Traumjob geerbt im Kabinett. Er darf den bayerischen Tourismus vertreten. Traumjob, oder? Das ist tatsächlich ein Traumjob, weil es dem bayerischen Tourismus gut geht. Wir sind Tourismusland Nummer 1 unter den 16 Bundesländern. Der bayerische Tourismus ist eine Erfolgsgeschichte. Und an dieser Erfolgsgeschichte mitschreiben zu dürfen, das macht jeden Tag Freude. Eine kleine unbedeutende Stiftung habe errechnet, dass die Nordsee bei den Langzeiturlaubern uns in Bayern den Rang abgelaufen hätte. Können wir das ernst nehmen? Wir schätzen den Wettbewerb. Wir nehmen diesen Wettbewerb auch an, auch mit den norddeutschen Bundesländern. Das gilt insbesondere für Schleswig-Holstein und auch Mecklenburg-Vorpommern. Aber wenn Sie die touristischen Angebote, die Vielfalt im Freistaat wahrnehmen, dann haben wir tatsächlich viel mehr zu bieten. Die haben eine wunderschöne Küste, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Wir haben wunderschöne Seen, wir haben tolle Berge, wir haben tolle Städte, wir haben Kunst, Geschichte, Kultur, bestes Essen, die Kulinarik spielt eine große Rolle. Also Bayern braucht den Wettbewerb mit niemandem zu scheuen und deshalb legen wir Wert darauf, dass auch viele Gäste aus Deutschland nach Bayern kommen. Und noch mehr freuen wir uns über steigende Zahlen beim Incoming-Tourismus, also aus vielen Regionen der Welt. Ob das Amerika ist, ob das China, Asien ist oder ob das der arabische Raum ist, da gibt es auch noch Potenzial nach oben. Und dieses Gästepotenzial wollen wir gerne schöpfen zugunsten der Beherbergungsbetriebe und der Gastbetriebe im Freistaat Bayern. Da spricht auch ein bisschen jetzt der Wirtschaftspolitiker. Im Wirtschaftsministerium sieht man auch die Zahlen. Der Tourismus ist in Bayern ein wesentlicher Umsatzbringer, eine tragende Säule. Also mal als Vergleich hier. Chemische Industrie hat nicht mal ein Drittel der Umsätze. Die Maschinenbauer sind natürlich stärker mit 45 Milliarden. Der Tourismus schiebt über 30 Milliarden an Umsatz. Hat sogar jetzt ein eigenes Referat im Wirtschaftsministerium. Tourismus wird gelegentlich bei den Wirtschaftspolitikern, nicht im Freistaat Bayern, aber es passiert, er wird gelegentlich unterschätzt. Für uns im Freistaat Bayern war, ist und wird der Tourismus immer eine Leitökonomie der bayerischen Wirtschaft bleiben. Und ich will es an ein paar Zahlen deutlich machen. Wir schmücken uns natürlich zu Recht mit den weiß-blauen Edelmarken der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrtindustrie, I&K. Das sind alles ganz wichtige tragende Säulen der bayerischen Volkswirtschaft. Wenn Sie die Beschäftigtenzahlen nehmen, dann ist allerdings der Tourismus mit weitem Abstand vorne. Über eine halbe Million Menschen sind in
Freistaat Bayern im Bereich des Tourismus, Beherbergungsbetriebe, Gastbetriebe, Freizeitparks, touristische Einrichtungen, Fremdenverkehrseinrichtungen beschäftigt über 500.000 Menschen. Das heißt, der Tourismus macht Wertschöpfung nicht nur in der Metropole München oder in der Metropolregion Nürnberg, sondern das Schöne am bayerischen Tourismus ist, dass er Wertschöpfung im gesamten Freistaat generiert und dass er Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze ebenfalls im gesamten Freistaat Bayern darstellt. Kurz da eingehakt, da gibt es im Moment Turbulenzen bezüglich des Arbeitszeitengesetzes in Berlin. Wird da was gebacken? Man darf nach 6 oder 8 Stunden nicht mehr bedienen, muss da eine andere Schicht. Das ist alles nicht praktikabel, nicht auf dem Oktoberfest, sondern auch nicht auf anderen Volksfesten. Wie sehen Sie das? Bürokratische Rahmenbedingungen sind für touristische Betriebe natürlich immer ein Hemmnis. Und gerade die Gastbetriebe, die Fremdenverkehrsbetriebe stöhnen natürlich auch unter einer bürokratischen Last. Da zählt nicht nur das Mindestlohngesetz dazu, nicht nur das Arbeitszeitgesetz. Ich nehme auch dieses Thema Statistik und vieles andere dazu. Das ist unsere Aufgabe als Politiker, dafür zu sorgen, dass diese Belastungen zurückgefahren werden. Aber ganz konkret, ich will auf 2 Punkte schon näher eingehen. Das Arbeitszeitgesetz hat natürlich auch die Bedeutung, die Rechte von Arbeitnehmern zu schützen. Und wir müssen natürlich schon darauf achten, dass die Berufe im Bereich des Tourismus, des Fremdenverkehrs attraktiv sind. Wir wollen ja qualifizierte Mitarbeiter. Und da muss sich in Deutschland und Bayern sogar noch etwas mehr tun als beispielsweise im benachbarten Österreich. Wir müssen noch mehr Wertschätzung den Menschen gegenüberbringen, die Menschen bedienen und nicht nur den Menschen Wertschätzung gegenüber die Maschinen bedienen. Das ist vielleicht etwas Nachholbedarf. Aber umso wichtiger ist es, dass auch die Rahmenbedingungen stimmen. Das heißt, Arbeitnehmer müssen sich darauf verlassen können, dass Arbeitszeitgesetze, das sind Schutzgesetze, eingehalten werden. Das muss man allerdings nicht so bürokratisch machen, wie es derzeit geschieht. Und das zweite Gesetz, das massiv Auswirkungen hat auf diesen Bereich und das auch seitens der Staatsregierung in dieser Form kategorisch abgelehnt wird, ist die derzeitige Fassung des Mindestlohngesetzes. Da geht es für die Staatsregierung nicht um das Ob. Es geht nicht um die Frage 8,50 Euro in der Stunde. Das ist nicht die Frage für die Staatsregierung. Da stehen wir zu diesem Gesetz. Aber es geht um das Wie. Es geht um Dokumentationspflichten, bürokratische Auflagen, Nachweispflichten, Pausenregelungen, die festgehalten werden müssen. Ganz, ganz akribisch. Und es geht um den Vollzug des Gesetzes. Ich möchte nicht in einem Land Verantwortung tragen, wo der Zoll ohne jeden Anlass blitzschnell Betriebe lahmlegt, ohne dass ein konkreter Verdacht vorliegt. Den Biergarten stürmt mit SEK. Beispielsweise, das passiert. Da wird ein Hotel schnell mal beim Frühstück lahmgelegt, da wird in eine Metzgereifiliale gestürmt und so weiter und so fort. Ich habe kein Problem, wenn es konkrete Anlässe gibt, dann muss die Ordnung hergestellt werden und dann müssen Ordnungskräfte auch das Recht haben und die auch die Pflicht. Hier haben sie dann einzuschreiten. Heißt konkret, wir wollen beim Mindestlohngesetz und beim Arbeitszeitgesetz flexible Regelungen. Es gibt Branchen, die können sie nicht in das starre 8-Stunden-Schema pressen. Ich nehme die Servicekräfte in der Gastronomie, gilt aber für andere Bereiche auch. Ich nehme die Erntehelfer in der Landwirtschaft, ich nehme die Logistikbranche. Viele Berufe, da gibt dieses starre Element einfach nur Schwierigkeiten. Und deshalb müssen wir versuchen, hier flexible Regelungen zu finden, mit etwas mehr Zutrauen, auch in die Tarifpartner, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die können das selber am besten regeln. Vielen Dank erstmal dafür. Wir reden in der nächsten Woche weiter. Da geht es um den bayerischen Tourismus, Gesundheitsthemen, ausländische Gäste. Ich bedanke mich zunächst fürs Dasein und bis zum nächsten Mal. In Minderoffingen bei Nördlingen lebte eine Frau unter unfassbaren Umständen zusammen mit 12 Doggen in ihrem Haus. 8 Doggen konnten lebend gerettet werden, 4 lagen bereits verwest im Keller. Möglicherweise hätte der Tod der Hunde verhindert werden können, da die Behörden offenbar schon monatelang von diesen Zuständen wussten. Mittlerweile wurde Anzeige gegen die Tierhalterin erstattet, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Hier in völlig verdreckten Räumen zwischen Kot und Urin sind die Hunde gefunden worden. Unfassbar, auch die Besitzerin hat hier gelebt. Im Keller die Kadaver von mehreren Hunden. Neben Polizei und Veterinäramt sind auch Mitarbeiter des Nördlinger Tierschutzvereins und des Tierheims vor Ort. Sie können es immer noch nicht fassen. Also ich meine, wir wussten, dass noch Hunde drin sind, von dem hier sind wir einfach reinmarschiert, aber wir waren drin und es sind wirklich die Tränen gelaufen, einfach vom Gestank. Es war Katastrophe einfach.
Die Hunde werden der Besitzerin weggenommen. Nach einer ersten Untersuchung ist klar, die Tiere sind schwer krank. Ich habe die Tiere im Einzelnen untersucht, die erste Untersuchung gemacht und bin erschrocken, in welch schlechtem Zustand insbesondere die jüngeren Tiere waren. Sie waren stark abgemagert, man konnte alle Knochen sehen. Sie waren von Parasiten übersät, Pilzbefall. Inzwischen hat sich herausgestellt, hochgradiger Wurmbefall, Giardien. Also alles das, was man eigentlich so bei einem Züchter nicht erwartet. Mittlerweile sind die 8 Doggen im Tierheim untergebracht. Es geht ihnen schon besser, doch sie müssen noch mindestens 2 Wochen lang in Quarantäne bleiben. Unter den Tieren ist auch ein Welpe, nur wenige Tage alt. Lange hätte er in den verdreckten Räumen wohl kaum überlebt. Wie konnte es so weit kommen? Es war wohl falsch verstandene Tierliebe, denn eine Tierquälerin sei die Besitzerin nicht. Die Besitzerin ist sich einfach nicht dessen bewusst, was sie da tut. Die liebt ihre Hunde und ist wirklich der Meinung, es ist alles in Ordnung und es ist alles okay so. Also bewusst macht sie das mit Sicherheit nicht. Gegen die Hundehalterin wird wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Laut eines medizinischen Gutachtens werden die Hunde wohl alle überleben. Die bereits toten Hunde werden aber nicht mehr untersucht. Da kann man nichts mehr untersuchen. Die sind schon wahrscheinlich schon vor Monaten gestorben. Es waren wohl erwachsene Hunde und die sind letztlich entsorgt worden. Ich meine, das ist schon ein Punkt gewesen, wo uns auch die Galle hochkam, muss man schon ganz ehrlich sagen. So wie sie aussahen, sind die regelrecht im Keller verhungert. Das Landratsamt Donau-Ries hat mittlerweile ein Hundehalteverbot gegen die Besitzerin der Doggen ausgesprochen. Haben Sie am Freitag auch die Sonnenfinsternis erlebt? War ja wirklich perfektes Wetter für dieses Naturschauspiel. Auch die Kinder an der Grundschule in Ottobeuern haben wie so viele die Sonnenfinsternis miterlebt. Und das unter fachkundiger Begleitung von der Allgäuer Volkssternwarte. Ein paar letzte Erklärungen noch von Harald Steinmüller, dem Vorsitzenden der Allgäuer Volkssternwarte. Dann geht's für die Viertklässler der Grundschule Otto Beuren ran ans Teleskop. Schon die ganze Woche hatten sie diesem Moment entgegengefiebert. Im Rahmen einer kleinen Projektwoche hatten die Kinder alles Wissenswerte über das Ereignis gelernt. Und zwar aus erster Hand von den Astronomen der Sternwarte. Und natürlich, dass man nicht ohne spezielle Schutzbrille das Naturschauspiel verfolgen darf. Entsprechende Brillen gab es natürlich auch. Wir haben in den einzelnen Klassen bzw. Jahrgangsstufen haben wir Vorträge gehalten über das Zustandekommen einer Finsternis, was da die Voraussetzung ist und was da genau passiert, auch speziell was heute passiert. Und wir haben dann natürlich auch explizit auch darauf hingewiesen, wie man dann am besten beobachten muss. Die Zusammenarbeit mit den Experten der Sternwarte war für die Schule ein besonderes Highlight. Erst 2021 wird es hierzulande wieder eine Sonnenfinsternis geben, dann aber eine viel kleinere. Ja, die Kinder waren komplett begeistert, allein schon die Sonnenbrillen aufsetzen zu dürfen, die verschiedenen Stationen sehen zu dürfen und ja, und überhaupt, dass der Mond sich dermaßen vor die Sonne schiebt. Umso größer war die Freude, das Ereignis bei bestem Wetter so schön verfolgen zu können. Fitness für jedes Alter. Mit diesem Slogan wirbt der Athletenclub Bavaria Forchheim aus Oberfranken um jedes Mitglied. Ja, und mit dieser Devise stoßt der Verein auch auf offene Ohren, denn innerhalb von nicht einmal 2 Jahren gab es über 2000 Neuanmeldungen. Wir wollten wissen, was hinter diesem Konzept steckt. Alles neu beim AC Bavaria Forchheim. Man sieht es schon an der Umgebung, hier steckt alles noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Und in der Tat ist das niegelnagelneue Fitness- und Gesundheitszentrum für den Verein wie eine Neugeburt. Ja, vorher war es so, da waren wir in der Kletterhalle eingemietet, zur Untermiete, hatten einen Raum mit 310 Quadratmeter. Es war alles relativ beengt, die Umkleiden und Duschen bzw. sanitären Anlagen mussten wir uns mit den Kletterern eben teilen. Der Umzug hierher hat natürlich ganz andere Möglichkeiten geboten. Wir haben jetzt nahezu alle Sportarten hier im Gebäude. Und vorher mussten wir uns eben Turnhallen oder andere Säle noch mit anmieten, um unsere Kurse auch stattfinden lassen zu können. Alles unter einem Dach. Die Kompaktheit sowie der günstige Monatsbeitrag von nur 15 Euro sind das Faustpfand des AC Bavaria. Seit dem Einzug in das neue Gebäude im Oktober 2013 konnte man die Mitgliederzahl sage und schreibe nahezu verdreifachen.
Aktuell steht man also bei etwa 3000 Mitgliedern. Die Gesamtinvestitionen von 1,8 Millionen Euro rund um den Neubau sind also gut angelegt. Es wird sehr gut angenommen. Es ist auch so, wir müssen gar keine Werbung machen. Am Anfang haben wir das gemacht, hatten wir sogar Kinowerbung geschalten. Aber mittlerweile ist es so, dass uns die Leute die Bude einrennen. Also am Tag haben wir zwischen 550 und 600 Leute, die hier trainieren. Und wir haben seit dem 01.01. auch schon wieder an die 100 Neuzugänge. Der erste Vorsitzende Jörg Wiemann zählt dabei als zweifacher Weltmeister im Bankdrücken selbst zu den sportlichen Aushängeschildern des 1908 gegründeten Vereins, der, wie der Name Athletenclub schon sagt, aus dem Kraftsport hervorgegangen ist. Der Fokus liegt dabei auf dem Kraft-Dreikampf mit Kreuzheben, Bankdrücken und Kniebeugen. Ja, da haben wir schon einiges erreicht. Wir hatten einige Weltmeistertitel, also 11 sind es bisher, über 30 Europameistertitel, mehr als 50 deutsche Meistertitel. Allerdings nicht alles im Bundesverband, sondern in verschiedenen anderen Verbänden. Seit 2-3 Jahren gehen wir aber eher dazu über, dass wir nur noch im Bundesverband starten, haben da mit der Nachwuchsarbeit auch begonnen, um da einfach viel mehr wieder nachzuziehen, viele Junge nachzuziehen, haben da auch sehr gute Erfolge und sind da im Aufbau von einer richtig guten Geschichte, haben jetzt auch einige deutsche Meister auch rausgebracht, bayerische Meister, bayerische Rekorde im Kraft-Dreikampf bei den Jugendlichen. Der Bereich Fitness, unter den der Kraftsport fällt, ist demnach auch die größte Abteilung des Vereins. Die rund 2500 Mitglieder bekommen hier, wenn gewünscht, auch unter professioneller Anleitung eines Übungsleiters, die ganze Vielfalt an Sportmöglichkeiten geboten. Wir haben hier hauptsächlich den Cardio-Bereich. Wenn man hier im Hintergrund sieht, da haben wir unten die große Kraftstudio-Fläche. Dann haben wir noch so einen Kurzhantelbereich. Da haben wir so einen Crossfit-Bereich, also relativ breites Spektrum. Wir decken fast alles ab. Dann haben wir noch einen Sling Tower. Also wir haben ein recht breites Spektrum, nicht nur Kraftgeräte, sondern auch wirklich Fitness-Ausdauerbereich. Großen Wert legt der Athletenclub dabei vor allem auf die Qualität der Übungsleiter. Pro Jahr steckt der Verein zwischen 15.000 und 20.000 Euro in die Aus- und Weiterbildung seiner insgesamt 28 Trainer. Wir haben da auch am Trainerstamm gearbeitet, den ausgeweitet, haben auch hier sehr viele Fortbildungen mit den Trainern gemacht. Die gehen auch selbstständig auf Fortbildungen, haben viele P-Präventionsscheine. Ein Übungsleiter möchte jetzt auch noch einen A-Schein machen. Also da ist schon viel im Arbeiten, dass die Qualität steigt. Im Kursbetrieb haben wir ein sehr, sehr weites Spektrum. Und das, denke ich, kommt auch bei der Mitgliederzahl zum Tragen, dass die das schätzen. Eine dieser Trainer ist Simone Wenzlaff, gleichzeitig auch noch Abteilungsleiterin im Bereich Prävention und selbst Weltmeisterin im Kraft-3-Kampf. Sie weiß also, worauf es in ihren Kursen ankommt. Also bei mir wird das Augenmerk auf das funktionelle Training gelegt, um wirklich viele Muskeln wie möglich im Spiel zu haben, weil je mehr Muskeln man aktiviert, umso mehr, je natürlich nach Zielsetzung der einzelnen Damen, umso mehr verbrennt man, kräftigt man. Ich versuche alle motorischen Eigenschaften abzudecken, bis auf die Schnellkraft ist eigentlich alles mit dabei, Koordination, Ausdauer, Beweglichkeit, ja. Vom Gesundheits- bis zum Leistungs-, aber auch Kampfsport ist also beim AC Bavaria Forchheim alles abgedeckt. Der Schweiß und die harte Arbeit haben sich mehr als gelohnt. Ja, unser Sport tatsächlich in jedem Alter geht und vor allem auch jung hält, das beweisen wir Ihnen jetzt. Denn sie ist der beste Beweis dafür. Elli Meixensberger aus Altenpols im Landkreis Bayreuth. Die Dame ist, Achtung, 100 Jahre alt und der Star der Seniorensportgruppe. Ans Aufhören denkt die rüstige Lady noch lange nicht. Immerhin lautet ihr Motto für ein langes Leben: viel Humor und viel Bewegung. 1914 ist Elli Meixensberger geboren. In wenigen Wochen feiert sie ihren 101. Geburtstag. Und sie macht noch jede Woche Sport. Ich war vorher in Vogtland gewohnt. Und da bin ich hier nach Altenbloß und da habe ich mich dem Sportverein angeschlossen. Und das war gut. Es geht um alles. Um Sport und auch um die Leute. Dass man sich mal wieder sieht. Jeden Dienstag sehen sich die gut 30 Aktiven der Seniorensportgruppe in der Altenploser Mehrzweckhalle im Landkreis Bayreuth. Viele sind schon seit mehr als 25 Jahren dabei, auch Elli Meixensberger. Der kommt es bei allen Übungen vor allem auf eins an. Das ist wichtig. Musik, ja, höre ich gern.
Es muss immer die Musik dabei sein. Und tanzen? Tanzen kann ich halt nicht mehr. Aber ja, hast du doch heute schön gemacht. Das hast du gesagt. Lachen ist die beste Medizin, sagt man, vor allem auch über sich selbst. Dass das funktioniert, dafür sind die rüstigen Sportler des SC Altenplus ein Paradebeispiel. Jeder weiß, irgendwo sind Grenzen. Und wenn ich die rechte Hand bewegen kann und die linke nicht, dann nehme ich doch die rechte. Ja, das ist bei uns so. Gell? Keiner setzt aus. Und wenn welche, die nicht so laufen können, die setzen sich hin. Und die schließe ich aber mit ein. Keiner soll an die Seite gestellt werden, sondern du machst mit. Und deswegen kommen die auch. Und sie kommen hoffentlich auch weiterhin. Vielleicht auch, um noch so einige Geburtstage mit Elli Meixensberger zu feiern. Schön, der Seniorenverein da in Altenplus. Toll. Das war TV Bayern Live. Schön, dass Sie reingeschaut haben. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche hier wieder mit dabei sind bei TV Bayern Live. Bis dahin, ich freue mich auf Sie. Servus. Vom modernen elektronischen Stellwerk Mühldorf aus wird ein Großteil der mehr als 300 Weichen auf dem Linienstern Mühldorf bedient, meist sogar vollautomatisch, damit die Züge der Südostbayernbahn pünktlich im Stundentakt fahren können. Eine Weichenstellung mit Symbolcharakter fand am 16. Februar nur wenige Meter weiter statt. Vertreter der Bayerischen Eisenbahngesellschaft, die im Auftrag des Freistaats Bayern den Regional- und S-Bahn-Verkehr plant, finanziert und kontrolliert, und der Südostbayernbahn unterzeichneten einen neuen Vertrag für den Bahnbetrieb im Linienstern Mühldorf ab Dezember 2016. Die Südostbayernbahn hat das wirtschaftlichste Angebot abgegeben und vor dem Hintergrund war die Entscheidung dann klar, das an die Südostbayernbahn zu vergeben. Im Übrigen ein Unternehmen, das ja mit ihrer Qualität hervorragende Leistung bringt. Die Südostbayernbahn wurde 2002 gegründet und ist nicht nur Betreiber der Eisenbahninfrastruktur auf den Strecken rund um Mühldorf, sie führt auch den Personenverkehr auf dem Linienstern durch. Und genau für diese Verkehre hat die BEG nach einem Ausschreibungsverfahren der Südostbayernbahn erneut den Zuschlag erteilt. Die Freude war schon eher überragend, darf ich mal sagen. Also wir haben das Mitte Dezember bekannt gegeben bekommen. Das war schon das schönste Weihnachtsgeschenk letztes Jahr. Ein Geschenk, das vor allem pro Tag durchschnittlich 33.000 Fahrgästen auf dem Linienstern Mühldorf zugutekommt. Also zunächst einmal muss man festhalten, dass es uns gelungen ist, das bewährte Angebot weiterzuführen. Das ist heutzutage auch nicht mehr eine Selbstverständlichkeit. Darüber hinaus ist es uns gelungen, 400.000 Zugkilometer mehr zu bestellen und dabei eine Reihe von Taktverdichtungen, einen Stundentakt auf der einen oder anderen Linie einzuführen, Abendverkehre nochmal auch zu verdichten. Die Südostbayernbahn ist eines von 5 Tochterunternehmen der DB Regionetz Verkehrs GmbH. Hier legt man großen Wert auf die Modernisierung des Fahrzeugparks der SOB. Also verbessert wird auf jeden Fall die Anbindung München-Mühldorf, also unsere Kernstrecke. Da wird ab Ende 2016 die lokbespannten Züge ausschließlich noch in Doppelstockwagen bedient werden. Wir hatten in der Vergangenheit noch ältere einstöckige BN-Wägen, die werden komplett durch Doppelstock ersetzt. Auf unseren Nebenstrecken bieten wir weiterhin mit VT628 an, allerdings auch dort mit einem kompletten Redesign und Fahrgastinformationssystem. Das heißt, die Fahrgäste werden zukünftig etwa 5 bis 7 Touchscreen-Displays bekommen, um ihren Streckenverlauf, ihre Verknüpfungsstellen, ihre Ist-Zeit-Informationen, wann komme ich an, zu bekommen. Zudem kommen neue Dieselloks der Baureihe 245 zum Einsatz. Alle Fahrzeuge können direkt in Mühldorf gewartet werden. Auch erfolgt die Ausbildung des Personals vor Ort. Arbeitsplätze aus der Region für die Region. Und das alles für ein großes Ziel:
zufriedene Fahrgäste. Ja, ist für uns, würde ich für meine Firma schon in Anspruch nehmen, überragender Wert. Also wir haben einen Kundenbeirat seit vielen Jahren und suchen in einer Aktion, die nennen wir Südostbayernbahn im Dialog, einmal im Jahr mit allen Führungskräften auf unterschiedlichen Strecken den direkten Kontakt mit dem Kunden. Wir haben einen eigenen Kundendialog. Also insofern glaube ich, dass es nicht viele Eisenbahnen in Deutschland gibt, die näher dran sind an der Kundschaft wie mir. Und diese enge Bindung zum Fahrgast will man bei der Südostbayernbahn auch nach Dezember 2016 weiter ausbauen. Für ein erfolgreiches Verkehrskonzept mit Zukunft auf dem Linienstern Mühldorf. Im Juni 2012 erhielt Dagmar Zimmermann die Diagnose Darmkrebs. Ohnehin eine Schocknachricht, doch weitaus schlimmer im Falle von Frau Zimmermann, denn bei ihr hätte man den Ausbruch dieser Krankheit verhindern können. Bei der 53-Jährigen liegt möglicherweise ein Behandlungsfehler vor. Ich habe einen Gendefekt und seit Jahren gehe ich schon immer zur Vorsorgeuntersuchung, weil ich Polypen am Darm habe und die sich sehr schnell zum Krebs entwickeln können. Und mir ist halt passiert, dass der Arzt ein Polyp weggemacht hat, aber meines Erachtens nach nicht richtig, da ist noch ein Stück geblieben und er hat die Kontrolluntersuchung halt versäumt, mich halt wieder zu bestellen. Und ich bin von mir aus zum anderen Arzt gegangen und daher ist halt dann Krebs festgestellt worden. Um einen Behandlungsfehler nachweisen zu können, suchte Dagmar Zimmermann die AOK-Patientenberatung auf. Dort wurde sie auf dem unangenehmen Weg Schritt für Schritt begleitet und unterstützt. Wir versuchen halt zuerst mit dem Versicherten die Fakten zu klären. Auf Wunsch des Versicherten fordern wir dann gezielte Behandlungsunterlagen an mit der Schweigepflichtsentbindung im Original und gehen dann mit jedem Fall einzeln zum Gutachter des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung, der diese Unterlagen prüft. Und bei Verdacht des Behandlungsfehlers gibt die Gesundheitskasse für den Versicherten, für den Betroffenen ein Gutachten beim MDK in Auftrag. Und wenn dies vorliegt und einen Behandlungsfehler bestätigt, wird dies dem Versicherten zur Anmeldung seiner Schadensersatzansprüche ausgehändigt. Frau Zimmermanns Schicksal ist leider kein Einzelfall. Die Erstberatung der AOK Bayern wurde im vergangenen Jahr von 2.300 Versicherten aufgesucht. Dieses Jahr werden über 3.000 Erstberatungsgespräche erwartet. Wir sprechen ja immer nur von den vermuteten Behandlungsfehlerfällen. Und da sagen uns die Zahlen, dass wir insgesamt 1.100 Gutachten jährlich beim Medizinischen Dienst der Krankenversicherung in Auftrag geben. Aus dieser Zahl ergeben sich wiederum ca. 35% bestätigte Behandlungsfehlerfälle. Das heißt, jeder sechste Behandlungsfehlerfall ist dann ein Echtfall. Ob es sich bei Dagmar Zimmermann tatsächlich um einen Behandlungsfehler handelt, ist noch nicht abschließend geklärt. Nach Entfernung des halben Darms und einer Chemotherapie ist die 53-Jährige heute zum Glück krebsfrei. Die Unterstützung ihrer Krankenkasse empfand sie als äußerst hilfreich. Also die haben mir wirklich geholfen, vor allen Dingen, ich konnte immer anrufen und nachfragen. Also ich bin da nicht abgewürgt worden und hat mir halt zugehört. Und da war ich wirklich total begeistert.